scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Ja, und jetzt habe ich, das heißt immer das Beste zum Schluss. Nein, den Besten zum Schluss. denn Jean-Marie kenne ich seit sehr, sehr langer Zeit. Jean-Marie ist auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und ich schätze seine Arbeit von früher. Übrigens für euch als ein kleiner Tipp, nicht weiter sagen. In München ist gerade eine Ausstellung von ihm. Und wenn ihr die Adresse haben wollt, die dauert, glaube ich, noch bis irgendwie Mitte Mai oder so. Die Ausstellung ist sehr versteckt, aber wunderbar anzuschauen. Aber eins müsst ihr wissen, zu dieser Ausstellung dürft ihr nur jemand mitnehmen, der über 18 ist. Aber es lohnt sich, die Ausstellung anzugucken. Weil er als Fotograf früher wirklich wunderbare Bilder gemacht hat, ganz tolle. Unabhängig davon hat er sich später oder auch da gezeigt, dass er mit Menschen umgehen kann. Also seine Stärke als Menschenleser, als den Umgang mit Menschen auch umzusetzen und für den Menschen was zu tun, das ist das, was ich bei Jean-Marie wirklich ganz toll finde. Und heute hat er sich überlegt, uns wertvolle Tipps zu geben, um nicht mehr zu urteilen. Also ich urteile nie, also keine von uns, glaube ich, tut das. Auch wenn Vorurteile Bestandteil unseres Denkens ist. Aber ja, okay, ihr habt recht. Urteil ist ein Teil des Wortes Vorurteil. Aber schauen wir mal, was Jean-Marie uns zu Urteilen sagt. Dankeschön, lieber Ovidio. Ich habe es bewundert bei meinen Vorrednern, dass die so wunderschöne Geschichten erzählt haben. Und das bewundere ich sehr. Und so fange ich auch mit einer Geschichte an, die mir dann auch eingefallen ist. Verurteilen oder urteilen und verurteilen kann auch tödlich sein. Und so erinnere ich mich, dass ich einen großen Teil meiner Jugend, also meine Kindheit im Keller verbracht habe, versteckt von der Gestapo. Weil man hatte urteilt, man hat bewertet, dass mein Vater englische Fallschirmspringer versteckt hatte. Das kam, weil in Flandern diese extremistischen Flammen mit den Nazis zusammenarbeiten wollten, um ein unabhängiges Flandern zu machen, los von Wallonien, also nicht mehr das Belgien, wie da war. Und dieser Vorurteil war auch, mein Vater war Freimaurer, also das ist auch gegen die Kirche, weil die Katholiken, die extremistische Katholiken und die extremistischen Flamen mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Und so konnten wir fliehen durch eine Indiskretion. Mein Vater hatte einen Tipp bekommen, morgen kommen die dich abholen um 6 Uhr morgens. Ja? Und um 4 Uhr konnten wir mit der ganzen Familie fliegen. Meine Brüder waren dann in einem Bauernhof und ich war dann in Wallonien versteckt bei meinen Großeltern im Keller. Und so fängt mein Leben an. Ja, wir hatten in unserem vorigen Tag X schon das Thema Entscheidungen. Eine Entscheidung bewirkt vorerst eine analoge Kette von Urteilen. Man urteilt über jemanden, über ein Institut, über eine Gesellschaft, über Menschen. Wir urteilen jeden Tag. Und das Urteilen ist das Ergebnis und Abfolge unserer Logik. Was ist wahr, was ist nicht wahr? Die Antwort ist schon ein Urteil. Ein Urteil ist das, was wir für wahr annehmen, das, was stimmig ist. Es wird ein Urteil über jemanden gesprochen. Man kann ein Urteil treffen, aber man kann auch ein Urteil fällen, wie ein Baum, sich ein Urteil bilden, ja, also wir mit Bildung zu tun. Man sollte sich die Fragen stellen, wie wahr ist eigentlich ein Wahrheitsspruch, wie wir so hören, ja, und woher kommt es? Wer hat es wirklich gesagt? Wie echt ist es? Es gibt kein Urteil, bevor wir nicht entscheiden. Und es ist die innere Haltung plus das Urteil selbst, die einen Wert ergeben und der wird dann meistens fest angenommen, als Faktum. Das Urteil hilft zur Bestätigung einer Entscheidung.
Und die Entscheidung bestärkt wiederum das Urteil. Wir nehmen es als wahrhaft an. Und meistens wird es ein Vorurteil mit möglichen schlimmen Folgen. Denken wir zum Beispiel an die Inquisition. Die wurde noch nie widerlegt. Nicht vom letzten, also vorletzten Papst. Wir lernen aus unserer Geschichte, dass Kulturen geschaffen wurden, damit die Menschen überhaupt nicht mehr urteilen dürften oder konnten. Das Dumme im Leben ist, dass wir immer urteilen. Wir können nicht oder kaum nicht urteilen. Und was bringt uns das? Wo liegt der Fortschritt? Haben wir das nicht genug in den Jahrtausenden erlebt? Und wie hat die Menschheit nicht darunter erbärmlich gelitten? Bis heute. Gucken wir mal den Krieg jetzt von Russland in Ukraine. Ist ja unwahrscheinlich, was für Urteile, Vorurteile da sind. Wer kann schon richtig beurteilen? Wenn ich handle, wenn ich entscheide, will und muss ich vorerst ein Urteil bilden. Ja, also so, was wir gehört haben, also eine Überlebenssache auch. Ein Urteil, das ich an meinem Weltbild anpasse, ist nicht immer eine gute Entscheidung. Was macht es überhaupt möglich, ein Urteil zu treffen? Wir brauchen in unserer materialistischen Gesellschaft viele Dinge und geben leider sehr oft das Wissen ab, um nicht selbst urteilen zu müssen. Meistens aus Bequemlichkeit. So werden wir erzogen durch Werbung, Marketing, Medien und Meinungsmacher. Was kann und was muss ich oder was soll ich ein Urteil treffen? Kann ich und soll ich dabei immer nach mehr Wissen erlangen, um das möglich zu machen? Oder urteile ich nach meinem oder einem Glauben? Handle ich mit meiner eigenen Wahrnehmung oder mit einer fremden Wahrnehmung oder ohne fremde Bestätigung? Oder behaupte ich, es wäre Gewissheit? Handle ich rational, also ohne mit meinem Gefühl, das heißt auch mein Instinkt zu überprüfen? Was sagt mein limbisches System? Und wie steht es mit meinem Neokortex hier, der linken Frontallappen? Steht die in Verbindung? Wie oft werden wir zum Beispiel durch Politik, Wissenschaft, Weltkonzerne, wie Pharmakonzerne zum Beispiel, und andere Märkte manipuliert in unseren Urteilsvermögen? Was kann ich tun, um kein Opfer zu sein? Fremde Entscheidungen gemischt mit Manipulation ergeben stets ein schlimmes Urteil, wie ich mich kaum entziehen kann. Urteile ich bewusst? Zum Beispiel mein Kauf eines Produktes in einem Supermarkt oder in einem Laden. Urteile ich nach dem Wert, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Leben dadurch besser wird? Beurteilen, entscheiden und urteilen haben sehr viel mit Vertrauen zu tun. Die Basis. Und auf was ruht dieses Vertrauen? Wie groß ist der Vertrauensvorschuss, bevor ich verurteile? Ist das ein Bauchgefühl oder wird es nur mental gesteuert? Wir haben stets Vorurteile, müssen wir zugeben. Meistens sind sie unbewusst. Wenn wir in einen Aufzug gehen zum Beispiel, ja, oder an einer Ampel stehen, in einem Auto steigen, das alles sind Zeichen von Vertrauen oder Nichtvertrauen. Kann ich diesen Aufzug vertrauen? Also ich gehe nicht in jeden Aufzug. Und wann machen wir ein Fehlurteil? Wir kennen viele Fehlurteile aus unserer Geschichte und die sind jeweils von verschiedenen Kulturen abhängig. Zum Beispiel Darwin und die Wahrheit der Masse, die zwei verschiedenen Energien. Wie viele Richter haben nicht ein jämmerliches Fehlurteil gefällt? Vielleicht fehlte damals in den 10 Gebote, du sollst nicht urteilen. Es fängt mit deiner Meinung an. Wir stellen etwas hin im Raum. Ja? Die Ursache einer vorherigen Meinung ist jeweils durch die Beeinfluss unserer Gesellschaft, Familie, Schule, Gemeinde und etc. abhängig. Ein Urteil ist nicht absolut. Man kann es hinterfragen.
Deswegen sollten wir uns ein Urteil bilden, bevor wir eines fällen. Ein vorheriger Meinungsaustausch auf gleicher Augenhöhe ist maßgebend, nicht nur für eine gute und friedliche Kommunikation, sondern auch für Offenheit, Toleranz durch Bildung, damit noch nicht mehr Fehlurteilen gemacht werden. Entscheidungen und Urteilen liegen ganz nah beieinander. Beurteilen und Urteilen bedeuten, immer einen Wert zu geben oder zu erkennen. Aber was ist ein Wert? Kennen wir unsere Werte? Die meisten unserer Werte sind verborgen, uns verborgen. Wir kennen sie nicht. Wieso kann ich dann über einen anderen Menschen, also über einen anderen Wert, urteilen? Erlaube mir, uns einige Tipps zu geben, um nicht mehr zu schnell zu urteilen und dadurch nicht mehr zu verurteilen. Erstens, wenn wir damit aufhören möchten, und das sollten wir gegebenenfalls auch tun, andere Menschen etwas schlampig, oberflächlich oder etwas zu schnell zu bewerten und dadurch zu beurteilen und dann eventuell automatisch zu verurteilen, wäre es wichtig, dass wir lernen, sie erst wertfrei anzunehmen. Das bedeutet, dass wir versuchen sollten, ohne Vorurteilen auf sie zugehen und ihre Handlungen und Meinungen nicht sofort zu bewerten, weil es zum Beispiel nicht unsere sind. Zweitens, stattdessen sollten wir versuchen, mit Toleranz unsere eigene Meinung zu bilden. Toleranz hat mit Bildung zu tun. Das heißt nicht, dass wir alles gutheißen sollten, was andere tun oder sagen. Aber es bedeutet, dass wir versuchen sollten, zu verstehen, zu fühlen, uns die Mühe machen, deuten zu können, warum, wozu jemanden so handelt oder denkt, was er tut. Drittens, eine weitere wichtige Fähigkeit ist, achtsamer, das heißt feiner und empathischer mit Achtsamkeit beobachten zu lernen, ohne zu bewerten, ohne zu urteilen. Das bedeutet, dass wir uns bemühen, neutral und objektiv zu bleiben. Wie geht das? Ja, zum Beispiel die Arbeit eines Mediators. Er muss neutral, immer neutral bleiben und objektiv. Viertens, nicht sofort eine Bewertung abgeben. Lernen wir überhaupt nicht zu bewerten, was wir jeden Tag tun. Was uns auch die Medien, was auch die ganze Werbung uns dazu animiert. Ja, wir müssen immer eine Bewertung abgeben, Fragebogen und so weiter. Wenn wir beispielsweise einen Konflikt zwischen zwei Personen beobachten, sollten wir versuchen herauszufinden, was die Ursache dafür sein könnte. Welche Gefühle stehen da hinten? Und also resultierend, welche Bedürfnisse? Wir sind so unterschiedlich, wir Menschen. Wir können uns kaum verstehen. Gerade weil wir meistens ganz andere Werte haben. Zwei Menschen können uns kaum verstehen. Die Werte, die wir haben, die wir selbst gar nicht kennen. 346 Werte. Und ich sage die Menschen, frage die Menschen, was sind deine ersten 10? Und ich frage, was besitzt du? Dauert es ein paar Sekunden und kommt eine Liste von 10. Ja? Wir sind so unterschiedlich. Bei dem Wahrnehmen der gesendeten Signalen bei anderen Menschen, bei einem menschlichen Wesen, würde ich sagen, sind wir sehr klug und denken, alles beurteilen zu können. Woher holen wir das? Fünftens, indem wir mit Aufmerksamkeit beobachten lernen, ohne zu werten, also wertfrei annehmen, was ist, mit Toleranz, unsere eigene Meinung umbilden, können wir viel dazu beitragen, eine Atmosphäre des Verständnisses und der Akzeptanz in der Welt zu schaffen. Das geschieht, wenn wir es schaffen, während wir hinhören, nicht gleichzeitig zu denken. Wir sollten das Gehörte nicht vermischen mit unseren eigenen Gedanken, eigenen Meinungen, Stellungnahme etc. Das ist die Kunst des Nichturteilens. Also nochmal, während wir hinhören, nicht gleichzeitig zu vermischen. Das kann dazu führen, dass sich andere
fremde Menschen? Uns gegenüber offener und ehrlicher Verhalten. Aber Entschuldigung, mit fremden Menschen, wer ist hier schon fremd auf diesem Planeten? Ja? Also so könnte ein Zusammenleben harmonischer gestaltet werden. Das bewirkt Frieden und kein Krieg. Aber will jemand das heute? Oder wird es irgendwann eine Notwendigkeit? Und da glaube ich daran. Außerdem finde ich es wichtig, dass wir unsere Sprache, unseren Schreibstil, unsere Haltung, unser Mindset an die jeweilige Situation und an die Zielgruppe anpassen, die wir begegnen, um mal die Business-Sprache zu verwenden. Wenn wir beispielsweise Zahlen, Daten, Fakten, Menschen treffen, brauchen wir selbst keine wissenschaftlichen Begriffe zu kennen. Aber wir sollten auch keine komplizierten Texte verfassen. Dennoch sollten wir eine klare Struktur verwenden und mögliche Begriffe erklären, obwohl wir nicht vom Fach sind. So werden wir nicht gleich kritisiert, schief angeschaut oder zur Seite geschoben. Perfektionisten sind nun mal keine einfachen Menschen. Und schon bin ich jetzt schon wieder beim Urteilen oder vielleicht Verurteilen. Was könnten wir noch machen? Wir können etwas informeller auftreten, lockerer, auch mal umgangssprachliche Ausdrücke benutzen, ohne unsere Mitmenschen, die wahrscheinlich sowieso anders denken als wir, sowieso, zu verprellen oder zu beleidigen mit vorschnellen Bemerkungen. Eine überzeugende Stil in unseren Auftritt zeichnet sich zudem aus durch Klarheit, durch Präzision, durch Lebendigkeit. Wir bewerten und werden fast immer bewertet durch die gesendeten Signale, die wir senden. 50 in 60 Sekunden. Was wäre hier eine Abhilfe? Ja, und dann eine wertfreie Wahrnehmung erfordert Übung. Übung sowie ein Gespür für Menschenkenntnis. Unsere innere und äußere Haltung zeigt, ob wir die Bedürfnisse unserer Mitmenschen und unserer Zielgruppe richtig identifizieren. Indem wir regelmäßig Klarheit üben, sowie Präzision in unsere wertfreie Beobachtung, wenn wir weiter offen, lebhaft in unserem alterozentrierten und nicht egozentrierten Formulierungen sind, können wir wachsen in unsere Fähigkeiten, in wertfreies Beurteilen und nicht Urteilen. Das Geschehene, um uns annehmen zu können, ohne zu verurteilen, sollten wir dringend, unbedingt, maßgeblich verbessern. Das bringt Frieden. Mein Bruder, ein bekannter Mediator in der französischen Schweiz, erzählte mir vor ein paar Tagen, dass Kinder in Kanada schon in der Grundschule Mediation lernen. Das heißt, wenn einer geschubst wird, wird sofort gehandelt, verhandelt um ein Win-Win. Schon in den Kindergarten. Also wie fantastisch. Also die gewaltfreie Kommunikation könnte uns mit beiden Armen hier offen stehen. Wir generieren einen enormen Vorteil. Die Menschen mögen uns auch. Warum nützen wir es nicht? Und warum noch nicht? Viele Menschen werden heute immer noch sträflich verurteilt. Wann könnten wir nach so vielen Jahrtausenden endlich aus unserer Pubertät herauskriechen und erwachsen werden? Vielen Dank, Jean-Marie Botka.